Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt nach Hause gehen. Die Politik, insbesondere die grüne Bezirksbürgermeisterin, versucht den Anwohnern hier rund um den Park zu erklären, dass dieser Ort sicherer würde, wenn man nur mehr Polizisten schickt. Ich sage euch, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Polizisten sind die, die die Aggressivität in den Park bringen. Das sind die, die dafür sorgen, dass die Dealer hinter den Hecken hängen müssen. Wir wollen, dass das Geschäft im offenen Licht durchgeführt wird. Wir wollen legale Abgabe von Cannabisprodukten. Irgendwo hier im Park ist Mutti unterwegs. Mutti, wenn du mich hörst, komm doch mal bitte hierher. Auch du sollst noch die Möglichkeit haben, etwas zu sagen. Bis dahin erzähle ich euch noch, dass als der Park gerade von unserer Demonstration betreten worden ist, er viel friedlicher war, als er vorher war. Denn ich bin mir sicher, dass unter uns 500 Cannabis-Freunden nicht ein einziger ist, der Bock hat, jemand anderem aufs Maul zu hauen. Das ist der Unterschied zwischen Cannabiskultur.